Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Halloween-Lese-Special-Marathon. Heute ist Freitag und es ist jetzt 5:30. Draußen ist es noch einigermaßen hell, also noch wenig gruselige, gemütliche Stimmung. Aber ich möchte euch einmal das Outro drehen, Quatsch, das Intro drehen, solange es noch einigermaßen hell ist und die Lichtverhältnisse noch akzeptabel sind. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und vor allen Dingen auch für die Resonanz in den Kommentaren in meinem kleinen Ankündigungsvideo. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh drum, dass ihr mir so ein bisschen Unterstützung gegeben habt, was die Auswahl der Bücher betrifft. Ich habe jetzt sozusagen, was das Rennen macht, mir die Bücher mal hierher gelegt. Und zwar, zum einen habt ihr mir vor allen Dingen Chris Carter empfohlen. Das hat jetzt sozusagen die Mehrheit als sehr empfehlenswert und für Halloween passend angegeben. Und der zweite Renner auf der Hitliste war jetzt so ein bisschen das Spiel von Richard Layman, er wird ja Englisch ausgesprochen. Das Jugendbuch Nightmares fanden viele auch irgendwie ganz süß, spooky, aber natürlich nicht wahnsinnig gruselig. Das habe ich mir ja auch schon so ein bisschen irgendwo erahnen und denken können, denn das Buch ist natürlich für Jugendliche und für Kinder. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, dass es definitiv diese drei Bücher werden. Die werde ich auf jeden Fall anlesen. Was die anderen angelangt, also wovon ihr mir definitiv abgeraten habt, war Hochland von Steinar Bragi. Das hätte ich definitiv gegriffen und auch angelesen. Vielleicht, wenn noch Zeit bleibt, werde ich es mal anlesen. Aber da jetzt wirklich die Resonanz nicht sehr sonderlich groß war, habe ich das an die Seite gelegt. Und was jetzt auch nicht so wahnsinnig doll bei euch angekommen ist, ist SJ Watson. Das hatte ich eigentlich so gar nicht vermutet, dass diese beiden Bücher so schlecht bei euch abschneiden. Aber da jetzt so viele sich mehr oder weniger dagegen eine Empfehlung ausgesprochen haben, lege ich die jetzt mal wirklich ganz, ganz, ganz nach hinten auf den Stapel. Ähnlich bei Joy Fielding ihren Büchern. Beim Seelenhaus hat jemand geschrieben, ich glaube, das war der liebe Dirk oder war das die liebe Silvia? Ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls wäre das wohl eher so historisch-gesellschaftskritisch, aber halt nicht wirklich so passend zu Halloween. Deswegen kommt das jetzt auch erstmal auf den anderen Stapel. Was noch so in die eventuell vielleicht Liste rutscht, ist Phobia von Wolf Dorn. Da meinte auch jemand in den Kommentaren, das könnte auf jeden Fall von der Stimmung her passen. Somit habe ich jetzt vier Bücher, die ich definitiv anlesen werde. Ich bin ehrlich gesagt gerade so ein bisschen unentschlossen, welches dieser vier Bücher jetzt den Start macht. Definitiv habe ich mir dann noch für heute Abend ja einen Film rausgesucht. Dazu erzähle ich euch dann später mehr, wenn ich ja vielleicht, bevor ich ihn anschaue, vielleicht aber auch nachdem ich so ein paar Minuten geschaut habe, um euch so einen ersten Eindruck zu vermitteln von der Stimmung des Films. Es geht auf jeden Fall um ja, eine Geschichte, die auch an Halloween spielt, um mich da so ein bisschen auf die Thematik einzustimmen. Ja, meine Lieben, das war es jetzt erstmal als kurze Einleitung hier von mir und ja, dann berichte ich euch auf jeden Fall mehr, nachdem ich das erste Buch angelesen habe. Bis dahin, macht es gut! So, meine Lieben, ich melde mich mal zurück als Stimme aus dem Off. Ihr seht schon, ich habe es mir jetzt ein bisschen gemütlich gemacht. Meine Lesestunde beginnt mit dem Buch von Wolf Dorn, Phobia. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen und werde einfach mal hier reinlesen. Zudem habe ich mir ein bisschen gemütlich gemacht. Ihr seht schon einen leckeren Tee von Mesmer. Das ist im Übrigen südafrikanischer Ovambo. Das ist irgendeine Teesorte von meinem Freund. Ich habe also keine Ahnung, wie der schmeckt. Und eine sehr schöne kleine Duftkerze, Cranberry Jam. Das ist jetzt nicht Kringle Candle oder Yankee Candle, sondern das ist einfach eine ganz billige Duftkerze aus dem Aldi. Und ja, somit beginne ich jetzt meinen kleinen Lesemarathon und ich update euch so, wie ich meinen ersten Leseeindruck zusammengefasst habe. Bis später! Hallo, ich melde mich mal zurück nach einer Stunde Lesen. Ich habe jetzt bei Phobia bis Seite 54 gelesen, also das ist jetzt irgendwie bis Kapitel 11. Und ich muss sagen, für meinen Geschmack gefällt mir dieses Buch richtig gut. So die ersten Seiten waren erstmal so ein bisschen schwammig, weil man hat erstmal so eine Szene von zwei Männern in irgendeiner Wohnung. Also man erfährt nicht so wirklich den Handlungsort und wo das Ganze stattfindet. Auf jeden Fall ist einer dabei zu sterben von den beiden Männern und man weiß jetzt nicht genau, wurde er jetzt umgebracht von dem anderen oder ist er eines natürlichen Todes gestorben?
war wohl schon etwas älter und man erfährt dann nur, dass der andere Mann sozusagen gedacht hat, es ist jetzt wohl so am besten für dich und das hast du dir doch bestimmt so auch gewünscht. Also man könnte jetzt vermuten als Leser, dass er vielleicht alt oder krank war und dass er ihm eine sogenannte Sterbehilfe irgendwie geleistet hat. So habe ich das jetzt einfach mal interpretiert. Der andere scheint irgendwie psychopathisch, verrückt oder was auch immer zu sein, denn der hat sich dann hingesetzt, hat irgendwie auf ein Handtuch gebissen oder auf ein Wischtuch gebissen und hat sich im Prinzip seine Fingerkuppen verbrannt an irgendeiner heißen Platte oder an einem Wasserkocher. Und das ist sozusagen so diese erste Szene, das erste Kapitel, was man so liest. In dem zweiten, nächsten Kapitel erfährt man dann was über Sarah, über die Familie Bridgestone oder so ähnlich heißen sie. Ihr Mann ist, ja, ich würde es Workaholic bezeichnen, viel unterwegs beruflich. Sie arbeitet von zu Hause aus, seitdem sie ja, psychische Störungen, ich weiß nicht, ob man das so nennt, auf jeden Fall leidet sie unter Panikattacken, ja, depressive Verstimmungen. Und seitdem arbeitet sie auf jeden Fall so ein bisschen als Lektorin zu Hause oder von zu Hause aus. Kann auch immer sehr, sehr schlecht schlafen, wenn ihr Mann nicht da ist und hat halt einen kleinen Sohn namens Harvey, der ist 6 Jahre alt. Und dann beginnt halt hier wirklich die Szene, wo er nach Hause kommt. Sie hört erstmal vertraute Geräusche und vorher kam ihr kleiner Sohn schon ins Schlafzimmer und sagt: Mama, Mama, ich kann nicht schlafen, ich habe Angst. Und da war irgendwie ein Mann, der an mein Fenster geklopft hat. Und naja, seine Mutter kannte das irgendwie schon. Er hat wieder schlecht geträumt und hat ihn dann bei sich im Bett schlafen lassen. Und als ihr Mann dann reinkam zur Tür, hörte sie so vertraute Geräusche und ist dann nochmal runter in die Küche gegangen, um ihm einfach Gesellschaft zu leisten und hat festgestellt, das ist gar nicht ihr Mann. Der ist viel größer, viel hagerer, hat narbiges Gewebe im Gesicht, also einfach so ein Narbengesicht. Und sie ist dann sozusagen, ja, erstmal schockiert, klar, aber hat halt auch direkt gefragt, wer sind sie, was wollen sie? Und dieser Mann hat halt gesagt, ja, sorry, dass ich immer so viel arbeite und ich habe Hunger, habe da noch was von der Mortadella übrig gelassen. Und die Frau, die kam, also Sarah kam gar nicht so wirklich darauf klar und hat gedacht, was will der, was ist das, was spielt der für ein Spiel? Und hat halt immer wieder gefleht und gebettelt, verlassen Sie bitte unser Haus. Und der Typ ist da halt irgendwie so gar nicht drauf eingegangen. Hat gesagt, ja, hier, guck mal, ich habe dir auch Blumen mitgebracht und so von wegen, ja, ich arbeite hier auch so viel und ach, das wird sich jetzt in nächster Zeit ändern. Und ja, du weißt ja, dass ich euch ganz doll liebe. Wo ich mir auch so dachte, was ist das denn jetzt irgendwie, ne, reden die beiden so komplett aneinander vorbei, beziehungsweise der eine reagiert nicht auf das, was der andere sagt. Und naja, irgendwann sagt sie sich dann so, Mensch, ich gehe jetzt wieder hoch zu dem Kleinen und er sagt dann so, ja, ich liebe euch und ich komme ja gleich nach und ich esse jetzt erstmal was. Naja, dann schließt sie oder versucht sich oben irgendwie mit dem Kleinen zu verbarrikadieren und einzuschließen und will eigentlich dann mit dem Telefon jemanden anrufen, aber der Akku fehlt in dem Festnetz und ihr Handy liegt wie immer unten in der Küche. So, das ist der Punkt. Mehr weiß ich noch nicht. Mehr habe ich bisher nicht gelesen. Ich will euch ja auch nicht zu viel von der Story wegnehmen, aber ich denke mal so, das ist auch das, was man auf dem Klappentext erfährt. Von daher nicht so viel. Wie es geschrieben ist, so die Atmosphäre ist gut, der Schreibstil ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ich finde es jetzt einfach auch spannend gemacht. Man ist neugierig, dadurch, dass man dann auch so einen Perspektivwechsel hat. Ach ja, genau. Und dann kommt noch mal übrigens nach dieser Situation eine weitere Perspektive aus männlicher Sicht. Man weiß nicht, wer es ist, was es ist, wo es ist. Man erfährt nur, dass ein Mann eingesperrt, eingeschlossen in irgendeinem engen Raum ist, gefesselt mit Klebestreifen über dem Mund, über den Händen und der jetzt sozusagen sich Gedanken macht, wo bin ich, was mache ich jetzt, um mich aus dieser Situation zu befreien. Das ist noch so das Nächste. Und ich muss sagen, ich finde schon die Stimmung, die Atmosphäre relativ düster. Ich finde, man kommt schon so ein bisschen in so eine Gruselstimmung rein. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Und das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich weiterlesen werde. Jetzt ist es 6:30. Erstmal wird jetzt Abendbrot gegessen bei uns. Also von daher mache ich jetzt eine kleine Lesepause. Werde jetzt erstmal mit meinem Freund zu Abend essen. Und ja, ich weiß nicht, entweder lese ich dann anschließend noch ein bisschen weiter oder werde vielleicht umswitchen auf Film oder Serie. Das entscheide ich dann einfach mal spontan, wie die Lust so ist. Und ich update euch dann einfach später nochmal. Bis dann!
Ja, hallo meine Lieben, guten Morgen erstmal. Ihr seht schon, es ist ein neuer Tag, nämlich Samstag. Ich habe gestern im wahrsten Sinne des Wortes verpennt, euch zu updaten. Ich habe nämlich schon um 10 vor 10 geschlafen. Ich habe noch exakt 8 Minuten von dem Film, den ich mir drauf gemacht habe, mitbekommen. Kinder aus der Hölle heißt der. Das heißt, ich kann euch dazu auch leider überhaupt nichts sagen. Ich habe dann Phobia allerdings noch etwas weitergelesen und die Nacht lag ich mal wieder 2 Stunden schlaflos im Bett. Das ist derzeit meiner Schwangerschaft geschuldet, also nicht, weil ich mich so wahnsinnig gegruselt habe oder so, sondern ja, habe dann auch wieder zu Phobia gegriffen. Das ist immer so als Einschlafhilfe das beste Mittel der Wahl sozusagen. Bin da jetzt auf Seite 172 gelandet und ja, habe gedacht, ich schildere euch da einfach nochmal so einen kurzen Leseeindruck. Ich war ja wirklich auf den ersten 50 Seiten noch brennend begeistert von dem Buch. Es hat mich total in seinen Sog gezogen und ich war so im Leserausch und wollte Seite um Seite weiterlesen. Das Ganze hat dann aber etwas abgeflaut, so ich glaube ab Seite, ich weiß nicht, so 70, 80, 90. Weil dann kam noch so ein zweiter Handlungsstrang mit ins Spiel. Ich glaube, ich hatte euch da auch klar, ja, gestern ganz kurz noch von berichtet, von diesem Pärchen, wo ja die Frau von einem Auto ja umgefahren wurde und das war kein Unfall und der Mann musste ja so tatenlos dabei zusehen, wie seine Freundin stirbt. Also es war nicht Mann und Frau, sondern Freund und Freundin. Und dann hat sich sozusagen diese ganze Geschichte da drumherum von diesem jungen Mann erzählt und sein Verhältnis zu seinem Professor von seinem Studium und dass er da auf eine Beerdigung eingeladen wurde. Ich fand, das plätscherte dann so ein bisschen vor sich hin und nahm mir so ein bisschen diese Spannung, dieses ja dieser Sog, in dem ich schon so drin gesteckt habe, der war dann irgendwie weg und ich dachte mir so, naja gut, irgendwie müssen ja diese Handlungsstränge dann auch miteinander verknüpft werden, weil sonst ergibt das ja auch irgendwie alles wenig Sinn und man hatte dann halt ständig diesen Perspektivwechsel zu diesem jungen Mann, dann wieder hin zu Sarah und dem kleinen Harvey, dann hatte man auch die Sicht des sogenannten Steven und halt ein Unbekannter, der ja irgendwo ja gefangen scheint oder eingesperrt zu sein scheint und das switcht dann immer so hin und her. Dadurch kam natürlich dann auch wieder ein bisschen Spannung ins Spiel, aber ich fand so diese Anfangseuphorie, die war dann jetzt auch erstmal raus, die ist dann auch erstmal kaputt und ich hatte ja auf den ersten 30, 40 Seiten schon so eine Theorie, was das Ganze oder worauf das hinausläuft oder womit es ja was auf sich haben könnte und die Theorie festigt sich immer mehr oder bestätigt sich meiner Meinung nach auch immer mehr. Sarah hat ja auch so, ja, Wahnvorstellungen will ich es nicht nennen, aber sie hat ja auch früher schon immer so Stimmen gehört und das hatte ja dann auch, also da kann man ja auch viel rein interpretieren, wenn man das jetzt will, so als Leser, aber nichtsdestotrotz, wenn sich diese Theorie wirklich bewahrheitet, die ich habe, dann ist das Buch sehr, sehr vorhersehbar. Im Moment finde ich es wenig gruselig, wenig mysteriös schon und spannend auch noch, aber eben nicht so wahnsinnig schaurig und gruselig. Also das ist jetzt leider erstmal nicht vorhanden. Jetzt hat man wieder noch so eine andere ja, Handlungsperspektive von 2 Männern, die in einem Parkhaus arbeiten und ja, irgendwie dröppelt das jetzt im Moment so vor sich hin. Man will schon irgendwo wissen, wie es jetzt weitergeht und wie sich das Ganze sozusagen auflöst. Also der Autor muss wirklich mit einem guten Ende um die Ecke kommen, um mich da jetzt mit diesem Buch noch zu begeistern. Ansonsten würde ich es jetzt einfach mal so als mittelmäßigen Thriller einstufen bis dato. Ich meine, es ist ja noch nicht mal die Hälfte. Das Buch hat 400 Seiten. Jetzt bin ich bei Seite 172. Deswegen, es kann ja auch noch kommen. Es ist ja noch viel offen. Jetzt haben wir es ja so kurz nach 11 am Morgen. Das heißt, ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter in Phobia lesen und mich dann erstmal so ein bisschen der Hausarbeit widmen. So zum Samstag, ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Und dann werde ich euch auf jeden Fall später nochmal updaten, vielleicht so wie ich nochmal den Film oder eine Serie angefangen habe. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe übrigens noch Stephen Kings Joyland als Hörbuch angefangen. Das hatte ich aber auch schon vor 2, 3 Tagen begonnen. Ich bin jetzt auch erst bei, ich glaube, 2,5 oder 3 Hörstunden. Da geht es ja um diesen Vergnügungspark und einen Studenten, der sozusagen in den Sommer- oder Semesterferien da sozusagen jobbt und verkleidet sich da immer als Fellhund und bespaßt und belustigt die Kinder. Und um diesen Vergnügungspark rankt sich halt auch so eine mystische Legende, dass da ein junges Pärchen in der Geisterbahn unterwegs bei einer Gondel und er hat seine Freundin sozusagen kaltblütig ermordet und ihr Geist würde da wohl noch rumspuken und der ein oder andere hätte diesen Geist wohl auch schon gesehen. Im Moment finde ich die Geschichte zwar auch wieder sehr gut erzählt, gut vertont,
Aber auch hier ist der Gruselfaktor nicht wahnsinnig groß. Die Spannung hat sich jetzt auch noch nicht so aufgebaut. Also von daher lasse ich mich auch einfach noch ein bisschen überraschen. Aber falls ihr Joyland schon kennt, gelesen oder gehört habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ja, oder was ihr davon so gehalten habt. Und dann melde ich mich einfach später bei euch zurück. Bis dann! So, hallo, ich melde mich auch mal wieder zurück. Ja, es ist jetzt Samstag, 5:30 abends. Es ist wahnsinnig düster draußen. Es ist ein total diesiges Wetter. Man hört nur noch diesen Wind draußen peitschen durch die Bäume. Es ist absolut das richtige Wetter für so einen Kuschel-Sofa-Samstag mit einem Buch, mit einer Tasse Tee. Und das habe ich auch gemacht heute. Ich habe in dem Buch Phobia weitergelesen und zu meinem letzten Update, wo ich so gesagt habe, die Geschichte plätschert nur noch so dahin. Es kam sofort danach die Wendung. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht auf welcher Seite, ich bin auf jeden Fall weitergelesen und ich muss sagen, das Buch gefällt mir immer besser. Es ist etwas anders, als ich es erwartet habe und es mir vorgestellt habe, aber es geht so in diese Richtung, so Psycho-Schiene, Psycho-Ebene. Und es gefällt mir halt echt wahnsinnig gut. Die Spannung hat wieder an Fahrt aufgenommen und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, was sozusagen dabei herauskommt, die Auflösung. Also so die Tendenz, die Vermutung, die ich hatte, bestätigt sich zwar dennoch immer mehr, aber es ist jetzt wieder so ein weiterer, wie soll ich denn das sagen, so ein weiterer Aspekt einfach hinzugekommen, der die Geschichte einfach unglaublich spannend für mich machte. Und ja, dann habe ich einen Film geschaut und zwar den, den ich ja gestern Abend schon angucken wollte. Der hieß Kinder aus der Hölle. Und das ist ein absoluter Trash-Film, den ich auf Netflix geguckt habe. Der ging irgendwie so eine Stunde 30. So die letzten, ich weiß nicht, Viertelstunde, 20, 30 Minuten habe ich dann schon mal angefangen, so ein bisschen abzuschweifen, am Handy irgendwie zu spielen, weil kurz zur Rahmenhandlung, es geht um Dora. Dora ist jung, hübsch, 17 Jahre alt, hat einen Freund, erfährt dann ein paar Tage drauf, dass sie schwanger ist, kommt vom Arzt und naja. Es ist auf jeden Fall alles an Halloween, wo das Ganze spielt. Ihre Mutter geht mit ihrem jüngeren Bruder dann Süßigkeiten sammeln. Bis dahin war die Geschichte noch relativ cool und auch extrem realistisch. Und dann geht es los, als sie alleine zu Hause ist. Sie ist dann so in ihrem Engelchenkostüm, will später ja, auf eine Party gehen. Ihr Freund soll sie da abholen. Und in der Zwischenzeit klingeln ein paar Kinder bei ihr an der Tür, wollen Süßes oder Saures. Aber die Kinder haben halt so wie so Jutesäcke als Masken auf, wo nur so die Äuglein rausguckten. Und sprachen halt auch nicht an der Tür, sondern hielten einfach nur den Beutel auf. Das war schon mal sehr merkwürdig. Kurz darauf später klingelten sie dann wieder und haben dann sozusagen ihre kleine Kinderhand auf ihren Bauch gelegt und haben gesagt, Mama. Als sie die Hand weggenommen haben, war dann dahinter eine blutrote Hand auf ihrem weißen Kostüm, was schon mal sehr spooky war. Und als sie dann das dritte Mal an der Tür geklingelt haben, immer wieder dieselben, lag in ihrem kleinen Süßigkeitenbeutel dann der abgetrennte Kopf von ihrem Freund. Dann passierten auf jeden Fall immer wahnsinnig abstrusere Dinge. Die Türen und Fenster waren geschlossen, dann wütete ein Hurricane durchs ganze Haus und die ganze Welt war dann auf einmal rosa und lila gefärbt, also als wäre das ein komplett anderer Planet von der Apokalypse sozusagen überrannt. Und dann rief sie ihren Frauenarzt an und dann wurde der aber getötet und dann die Polizei und dann funktionierte das Telefon nicht. Und so ein dämlicher Trashfilm. Das Einzige, was wirklich gruselig ist, dass das Baby in ihrem Bauch kein wirklich normales Baby zu sein schien, denn es wuchs unglaublich schnell. Also es war von 4 Tagen auf einmal dann im 4. Monat. Und ja, diese Kinder, die wollten dann auch das Baby aus ihr rausschneiden. Und ich bin halt im Moment gerade selber schwanger. Und deswegen, das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dachte, es ist eigentlich nur eklig. Also sie hat auch zum Schluss dann irgendwie selber mit irgendeiner Sichel sich den Bauch aufgeschnitten. Und das Ganze, das war einfach so dämlich gemacht vom Plot, von der Handlung her. Die Umsetzung, ja, es ging, aber man muss auch so einen Trash-Scheiß, glaube ich, auch echt irgendwie abfahren. Also meins war es überhaupt gar nicht, leider. Also jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, lasst die Finger davon, es ist Zeitverschwendung. Ja, als nächstes habe ich dann angefangen mit Nightmares von Jason Segel, was er zusammen mit Kristen Miller geschrieben hat, einer Kinderbuchautorin. Da bin ich jetzt so auf Seite 135 so in der Kante rum. Und ich muss sagen, das Buch war wie erwartet ja sehr doch an das jüngere Publikum noch gerichtet, aber dennoch irgendwie total süß. Es spielt ja mit so den Ängsten eines Kindes, welche sich dann nachts in Albträume sozusagen verwandeln und Charlie
hat halt seine Mutter verloren, als er 8 Jahre alt war. Jetzt ist er 12 und sein Vater hat daraufhin eine neue Frau geheiratet und dort ziehen sie in ihr Haus, was sozusagen schon seit über 200 Jahren in Familienbesitz ist. Und naja, sie hat halt rote Haare, hat einen Kräuterladen und Charlie ist halt sehr davon überzeugt, dass seine Stiefmutter eine Hexe ist. Sie wird auch nur liebevoll Stiefmonster genannt. Die Geschichte ist total süß, der Schreibstil ist total sympathisch, knuffig, kindergerecht, sehr malerisch, sehr bildhaft. Man kann sich das alles total gut vorstellen. Also es ist, als wenn so ein Film irgendwie im Kopf abläuft. Also es ist jetzt nicht zu kindhaft, aber auch natürlich jetzt nichts, wo man sich wahnsinnig ergruselt oder erschrecken würde. Dennoch gefällt mir das Buch richtig, richtig gut. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich als nächstes noch ein bisschen im Phobia weiterlese, weil mich die Geschichte halt echt irgendwie total, ja, jetzt gecatcht hat und reizt, wie es weitergeht. Oder ob ich eventuell doch mal auf eine Serie umsteige. Ich hatte, ich glaube, American Horror Stories, oder heißt das so? American Horror Story? Ja, ich glaube, so hießen die mehrere Staffeln, gibt es ja davon bereits schon. Habe ich mir auf jeden Fall schon mal so die erste Folge auf Netflix rausgesucht und da werde ich auf jeden Fall nachher nochmal reinschauen und ja, ich update euch dann auf jeden Fall wieder, wenn es was Neues zu berichten gibt. Also bis dahin. Hallo, wie ihr sehen könnt, habe ich es mir heute ausnahmsweise mal in meinem Bettchen, in meinem wunderbaren, heißgeliebten Stillkissen schon bequem gemacht, weil mein Freund natürlich gerade drüben im Wohnzimmer ist. Heute ist Sonntag, es ist schon 5:30, kurz nach 5:30 sogar schon. Und ich dachte mir, ich gebe euch einfach mal so ein kleines Update, was ich schon bis dato gelesen, gehört und gesehen habe. Ganz so viel war es gar nicht, wie ich erwartet oder gedacht habe, da ich heute doch noch mal ein bisschen unterwegs war und wir waren zum Essen eingeladen bei meiner Schwiegermama. Es gab lecker Ente und da sagt man natürlich ja auch nicht nein. Da war ich noch kurz mit meiner Mama unterwegs und ja, also kommen wir mal dazu, was ich bis dato überhaupt geschafft habe. Also ich habe tatsächlich geschafft, Phobia zu beenden und ich muss sagen, das Buch von Wulf Dorn hat mich absolut überzeugt auf ganzer Linie. Ich war ja im Mittelteil so ein bisschen skeptisch geworden, aber die unerwartete Wendung, die ich mir gewünscht habe, die kam dann noch. Und die ganze Handlung, das waren ja so zwei Handlungsstränge, die sich so aufgeknüpft haben am Anfang, die haben sich ja dann natürlich auch miteinander verschmolzen und das ergab natürlich dann auch alles Sinn und Hand und Fuß. Und die Geschichte war dann wirklich sehr, sehr emotional und zum Schluss ging es auch wirklich nochmal richtig in die Tiefe. Ich habe sogar eine Träne verdrückt und das bei einem Psychothriller, das muss man sich auch mal vorstellen. Ich habe auf jeden Fall mit unserer Protagonistin Sarah richtig mitgelitten, mitgefiebert, konnte mich irgendwie gut in ihre Lage reinversetzen. Also der Autor hat das wirklich geschafft, da eine ganz, ganz reale Welt zu zeichnen und auch die Charaktere unglaublich ja, realistisch wirken zu lassen. Also man hat das auch ihm alles abgekauft, wie es sich so zugetragen hat. Und das Ganze hat nochmal so eine Thematik über ja, einfache menschliche Ängste mit sich gebracht. Es gab aber auch nochmal ja, die Frage über die Bedeutsamkeit des Lebens, über den Sinn des Lebens, der thematisiert wurde. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Und was halt so ein bisschen moralisch fragwürdig dann war zum Schluss, ist ja ein Mann, mit dem man sympathisierte, nicht nur die Protagonistin, sondern auch ich als Leser, vielleicht auch andere, die man aber vorher abgrundtief verabscheut hat. Also das ging in dem Buch, hat der Autor unglaublich gut hinbekommen, fand ich sehr, sehr gelungen. Also das Buch ist wirklich Halloween-tauglich und eine absolute große Leseempfehlung von mir. Dann habe ich in dem Hörbuch von Stephen King Joyland weitergehört. Ich bin da jetzt ungefähr so über 5 Hörstunden jetzt hinaus und bin mir aber ehrlich gesagt noch nicht so wirklich schlüssig, wie ich die Geschichte finde, weil ich weiß im Moment nicht so genau, wo der Autor hin will mit der Geschichte. Also das dreht sich ja alles um diesen Vergnügungspark und um Davy Jones oder Johnson. Er wird irgendwie Johnsy genannt oder Dev. Und er ist ja als Student und jobbt da so in den Semesterferien und ich weiß nicht, also die Geschichte, das wird wieder so wahnsinnig viel so drumherum so aufgebauscht. Und ja, wir lernen ihn als Mensch kennen, als Menschenfreund.
sein Liebeskummer und er hat da irgendwie eine Freundin namens Wendy gehabt, die ihn so ein bisschen in die Wüste geschickt hat, worunter er sehr leidet. Und das Ganze ist sehr gut ausgearbeitet und wieder sehr detailreich alles beschrieben. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es noch hingehen soll mit der Geschichte. Geht das jetzt noch in die Richtung Grusel oder was kommt da jetzt noch? Also da muss ich mich, glaube ich, einfach noch ein bisschen überraschen lassen. Da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, wie ich das finde. Dann habe ich gestern noch gestartet mit einer Serie, die mir richtig, richtig gut gefallen hat, die absolutes Suchtpotenzial hat und ich schon die ersten drei Folgen von gesuchtet habe. Und zwar geht es um American Horror Story. Das ist eine Serie und wir lernen hier eine Familie kennen: Mutter, Vater, Tochter im Teenageralter, die einen Neuanfang starten. Der Mann hatte irgendwie eine Affäre mit einer Studentin, der ist Psychologe. Und die Frau leidet da immer noch sehr psychisch drunter. Sie hatte auch eine Fehlgeburt erlitten, was das Ganze auch noch mal absolut verkompliziert hat. Und sie sind jetzt in einen neuen Ort gezogen, in ein neues Haus. Und in diesem Haus sind schon seit Menschengedenken unglaublich viele mysteriöse Sachen abgelaufen. Viele Morde sind passiert. Und so ein bisschen was hat ihnen die Maklerin wohl auch berichtet, aber scheinbar auch dann doch nicht alles. Ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Die Charaktere sind mega sympathisch. Es spielt da auch eine Haushälterin eine Rolle. Und das Geile ist, die Mädels, die Frauen sehen sie alle als ältere Dame in einem anständigen Hausmädchen-Look. Aber er, der Mann, sieht sie als jungen, sexy Vamp in engen, ja, Hausmädchenklamotten und andere Männer eben auch. Und sie ist ständig am Baggern und er muss so ein bisschen gucken, dass er sozusagen diese Annäherungsversuche ja abwiegelt und hat das auch schon thematisiert mit seiner Frau, aber irgendwie, ja, schafft das Hausmädchen dann doch irgendwie immer glaubwürdigerweise, das ja so hinzustellen, als wäre er so der Blödmann und der Böse. Und ja, die Nachbarin ist auch so sehr verschroben, von sich selbst überzeugt, hat eine Tochter mit Down-Syndrom und diese Tochter dringt ständig in das Haus der neuen Nachbarn ein und erschreckt sie und erzählt, ja, ihr werdet ja eh bald alle sterben. Also man weiß nicht so genau, ob die auch alle normal sind oder auch nicht. Die Tochter von dem Psychologen freundet sich dann mit einem Patienten an von ihm, der auch total geistesgestört ist. Und die Serie ist absolut kein Trash. Also ich finde die richtig, richtig genial und macht mir super viel Spaß. Ich glaube, das wird jetzt auch der nächste Punkt sein auf meinem Abendprogramm. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich noch mit einem neuen Buch heute starten werde oder ob ich jetzt wirklich sage, ich hau mich jetzt auf die Couch und werde jetzt weiter die Serie suchten oder vielleicht auch noch einen Horrorfilm. Muss ich mal schauen, wie eben die Lust dann so steht. Ja, das war es auf jeden Fall bis hierher mit einem kleinen Update. Ich denke, das reicht auch. Und ich werde euch dann auf jeden Fall morgen, denke ich, das nächste Mal wieder berichten, was ich dann eben noch so weiteres Schönes geguckt, gesehen, gelesen und gehört habe. Also bis dahin, macht's gut, schönen Leseabend noch. Willkommen zurück. Es ist Montag und es ist jetzt mittlerweile schon 14 Uhr. Ich habe gestern zwei Horrorfilme geguckt und zwar war einer davon richtig scheiße. Ich muss tatsächlich auch mal den Titel ablesen, weil das ist ein englischer langer Titel. Er hieß, Achtung, I am the pretty thing that lives in the house. Ganz kurz Inhaltszusammenfassung: Wir lernen eine Hospizschwester kennen, die lebt im Haus einer älteren Dame, die sie eben betreut. Die war wohl früher ja, Horrorschriftstellerin und immer wenn die Hospizschwester Zeit hat, dann stöbert sie natürlich in diesen Büchern und liest halt gruselige Geschichten von ihr. In diesem Haus, wo die beiden wohnen, ist wohl mal ein Mord passiert und dann gibt es immer so eine Stimme aus dem Off, die da sagt, in einem Haus, wo schon mal ein Mord begangen ist, das verkauft man nicht wieder und da kann eigentlich auch keiner drin leben, das ist dann irgendwie nur geborgt oder so. Und dieses junge, hübsche Mädchen oder diese Frau, die damals wohl umgebracht wurde in dem Haus, die geistert dann immer darin umher und man sieht dann immer so ihren Geist hin und her flackern. Und ja, die Hospizschwester schaut dann Fernsehen, dann flackert auf mysteriöse Weise der Fernseher und dann sieht sie sozusagen in diesem Glas vom Fernseher irgendeine Figur, dreht sich dann um, im Türrahmen steht dann aber niemand und irgendwie hat dieser Film weder einen Dialog noch eine Handlung noch irgendwas anderes passiert, außer dass ständig irgendwie so ein tiefsinniges Pseudo-Geplapper aus dem Off kommt. Es geht so ein bisschen um die Vergänglichkeit, also um ja, Schönheit, um Vergänglichkeit sozusagen.
Und irgendwie habe ich schon fast so das Gefühl gehabt oder den Eindruck gehabt, es war überhaupt nicht gruselig so, also das schon mal ab, aber dass man das schon fast auf so einer künstlerischen Ebene bewerten müsste, diesen Film, weil auch so diese ganze Schnitt- und Film- und Tontechnik, also es ist einfach nichts passiert, der Film war einfach nur miserabel schlecht, also lass die Finger bloß von diesem Film. Der ging, glaube ich, auch so eine Stunde 20. Ich habe dann echt, der war so auch so schnarchen langweilig. Also ich habe dann wirklich so die letzte Viertelstunde, 20 Minuten schon wieder so am Handy gehangen und dachte so, wann ist es endlich vorbei? Dann habe ich auch hinterher so gedacht, warum hast du den Film nicht einfach abgebrochen? Ja, das hätte man sich echt sparen können. Aber irgendwie bin ich dann immer so, ich glaube dann immer noch so, ich verpasse dann irgendwas in den letzten Minuten. Und deswegen habe ich den dann einfach weiter auslaufen lassen, den Film. Ja. Dann kommen wir zum zweiten Film und der war richtig, richtig cool und klasse und zwar Annabelle Teil 2. Ich denke, euch ist das bekannt mit dieser Puppe. Der erste Teil, der kam ja auch schon vor längerer Zeit und ich habe so, wenn man dann so den Ende des Films kennt, dann denkt man, das könnte so ein Prequel zum ersten sein. Das ist ganz cool gemacht. Auch hier eine kurze Inhaltszusammenfassung. Also hier geht es auf jeden Fall um eine Familie. Einen sogenannten Puppenmacher und seine Frau. Und seine junge Tochter wird leider von einem Auto überfahren, als sie auf dem Weg zu einem Ausflug sind. Und ja, das ist sozusagen dieser erste Cut, diese erste Szene. Dann 12 Jahre später. Wir haben ein Waisenhaus bzw. eine Nonne, die Waisenkinder beherbergt und die werden dann in dem Haus von diesem Puppenmacher aufgenommen. Warum auch immer, keine Ahnung, wahrscheinlich weil da unendlich viel Platz ist in diesem Haus. Und ein Mädel geht an Krücken, sie hat irgendwie ein steifes Bein, das ist auch in so einer Schiene. Und der Vater, also dieser Puppenmacher, der hat auch immer noch das Kinderzimmer von seiner verstorbenen Tochter so originalgetreu gelassen, aber das Zimmer ist verschlossen. Das Mädchen mit den Krücken ist irgendwie neugierig. Sie hat einen Zettel gefunden, wo drauf steht, finde mich oder such mich. Und das ist so ein Spiel, was der Vater mit seiner Tochter damals immer gespielt hat, als sie noch gelebt hat. Und ja, dann kamen immer so kleine Zettelbotschaften, ja, komm noch näher und ich habe dich gefunden oder du bist ganz nah dran. Und so ein Zettel lockt sie halt zu diesem Zimmer. Dann kommt der Vater und sagt, nein, pass auf, das Zimmer ist verschlossen, da darfst du auch nicht reingehen. Und so geht halt diese ganze Geschichte los. Und irgendwann findet sie dann aber durch diese Zettel dann doch Zugang zu diesem Zimmer. Es wird dann auf mysteriöse Art und Weise aufgeschlossen, die Tür. Und dort in diesem Schrank, also sie schnüffelt dann so ein bisschen die Ecken aus und findet dann in diesem Schrank diese Puppe Annabelle. Und dann geht dieser ganze Spuk und Horror los. Dieser Film ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Puppen haben ja schon irgendwie was Gruseliges und ich finde ja auch diese Puppe Mörder hässlich. Also die ist richtig gruselig, so schaut die schon aus. Und die Schauspieler sind auf jeden Fall richtig gut. Die Kinder, die das spielen, es ist halt so eine Truppe von Mädels, diese Waisenkinder, die haben ihren Job richtig gut gemacht. Horrorfilme grundsätzlich, also die ganze Stimmung, die Atmosphäre macht ja ganz viel, auch der Schnitt, der Ton, die Musik im Hintergrund aus. Und das wurde hier wirklich 1A umgesetzt. Der ganze, also dieser Grusel- und Horror-Effekt. Also ich habe mich echt auch erschrocken an einigen Stellen. Wenn man jetzt, glaube ich, so auf lautlos schalten würde, wäre kein Horrorfilm wirklich gruselig. Aber bei dem muss man wirklich sagen, das ist wirklich sehr, sehr gelungen und sehr, sehr empfehlenswert. Halloween-tauglich, absolut. Und ja, das sind auf jeden Fall so die zwei Filme, die ich dann gestern noch geschaut habe. Und dann habe ich weitergelesen oder beziehungsweise überhaupt erstmal angefangen zu lesen von Richard Layman das Spiel. Ich muss mal gucken, ich bin jetzt auf Seite 130. Ja, es geht ja hier um diese Bibliothekarin Jane und die kriegt ja irgendwie so einen mysteriösen Brief, wo Geld drin ist, wo sie an so einem Spiel teilnehmen soll. Und da steht dann auch immer so als Gruß- oder Abschiedsformel Master of Games und sie soll dann irgendwelche Orte finden und an den Orten hat sie dann wieder einen Umschlag mit der nächsten Aufgabe und das Geld verdoppelt sich und sie lernt in der Bibliothek im oberen Stock, wo die Vorgängerin übrigens verstorben ist, einen Typen kennen. Das war so diese erste, naja, was heißt schreckhafte Szene jetzt nicht unbedingt, aber schon so ein bisschen die erste gruselige Szene. Der angeblich da oben noch gelesen hat und die Zeit vergessen hat und er springt ihr dann so in die Arme und erschreckt sie total und sein Name ist Brace, er ist irgendwie Literaturprofessor an einem College und ja, er versucht ihr dann so ein bisschen bei diesen Aufgaben behilflich zu sein und jetzt stellt man sich als Leser so die ganze Zeit die Frage,
irgendwie könnte er damit dahinter stecken oder hat er irgendwas damit zu tun? Das Ganze, finde ich, erinnert mich, naja, so an Saw kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, ist vielleicht jetzt so ein blöder Vergleich, weil da geht es ja eher so um die Leute, die den Sinn und die Bedeutung des Lebens irgendwo verloren haben, aber irgendwie so diese Art von Spiel und naja, man weiß es nicht. Also der hat ja auf jeden Fall auch so seine Helferlein gehabt in so einem, in diesem Film und irgendwie hat mich das da so ein bisschen dran erinnert, weil er weiß halt immer irgendwie sehr, sehr viel und ja, die Stimmung ist schon gruselig, es ist schon immer alles sehr, sehr mysteriös und es ist auch sehr, sehr gut geschrieben. Also der Schreibstil gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Die Protagonistin Jane an sich, ich finde, sie ist, also die hat ja schon so ein bisschen viel Fantasie, sage ich jetzt einfach mal. Also sie macht sich da stellenweise Gedanken am Anfang um Sachen und steigert sich in so eine Art Gedankenkarussell rein, wo ich mich so fragte, okay, was stimmt jetzt mit der nicht? Im nächsten Moment ist sie dann aber wieder super mutig und geht diese ganzen Aufgaben an und Brace soll dann auch nicht dabei sein. Sie kriegt dann einen Brief, wo drin steht, das soll sie bitte alleine machen. Und dann passiert auch schon so das erste Gruselige in ihrer Wohnung, in ihrem Haus, nämlich dass dieser Umschlag auf einmal in ihrem Bademantel steckt, der aber im Badezimmer ist, während des Duschens. Und die Tür steht hinterher offen, nachdem sie sie aber eigentlich geschlossen hatte, bevor sie duschen gegangen ist. Also das ist dann halt auch echt alles sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut geschrieben. Und man stellt sich als Leser wirklich die Frage, ja, ne, hat Brace damit irgendwie was zu tun? Und wie gesagt, was stimmt eigentlich mit Jane nicht? Weil sie ist da wirklich so ein bisschen mit zwei Gesichtern irgendwie ausgestattet. Einerseits total ein bisschen, ja, sehr ängstlich, sehr naiv, sehr fantasievoll, aber dann auch wieder super mutig und also, ne, sie springt da so in die Bresche und will das auf jeden Fall und will dieses Spiel nicht aufgeben und ist da so ein bisschen auch, ja, vielleicht auch geldgeil, kann man einfach sagen. Ne? Sie sieht dann echt so diese Dollarscheine in den Augen und will das eigentlich machen wegen des Geldes, aber vielleicht auch so ein bisschen wegen der Abenteuerlust. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das ist auf jeden Fall das, was ich heute gelesen habe. Dann hatte ich in Joyland während der Hausarbeit so ein bisschen weitergehört. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Hörstunde 6 und ein bisschen was. Ja, finde ich jetzt auch nicht weiter so mega spannend, aber ich höre jetzt natürlich die letzten 3 Stunden auch noch fertig, weil ich will natürlich wissen, wie es ausgeht mit der Geschichte, aber so richtig vom Hocker raus, also haut es mich bislang wirklich nicht, muss ich leider dazu sagen. Ich hoffe, das Ende wird noch irgendwie so ein bisschen spannend, aber ja, es ist so ein bisschen mittelmäßig bisher. Also wie gesagt, Schreibstil ist super gut, die Geschichte ist toll, der Protagonist ist mir sympathisch und gefällt, aber hat halt nichts mit Grusel oder irgendwas in dem Sinne zu tun, weiterhin nicht. Ja, meine Lieben, das war es jetzt erstmal von mir aus hier. Das Wetter ist übrigens gerade wunderschön, die Sonne scheint. Ich glaube, ihr seht es auch so hinter mir, es ist gerade wieder heller geworden. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen in dem Buch weiterlesen, heute Abend auf jeden Fall mit einer Serie, glaube ich, weitermachen. American Horror Story. Zumindest habe ich mir das so vorgenommen. Aber die Pläne können sich auch mal spontanerweise ändern. Einen Tag vor Halloween. Ich weiß nicht, was im Fernsehen so läuft. Meistens nichts Gescheites. Da werde ich auch noch mal, glaube ich, ein bisschen durchstöbern. Und werde euch dann auf jeden Fall wieder updaten, wenn ich was zu berichten habe. Also bis nachher. Zusammen und ich melde mich auch mal wieder zurück, denn es ist heute schon Reformationstag, der 31.10. Dienstag, der sogenannte Halloween-Tag. Und ja, ich habe es mir heute den ganzen Tag ehrlich gesagt auch nur auf der Couch gemütlich gemacht und nicht wirklich viel geschafft, muss ich dazu sagen. Ich war heute so ein bisschen träge und phlegmatisch und bin irgendwie nicht so richtig in die Strümpfe gekommen. Und ich habe aber das, was ich mir vorgenommen habe, geschafft tatsächlich. Und zwar ist es einmal das Buch Das Spiel zu beenden von Richard Layman. Das Spiel ist ein Buch, was ich ehrlich gesagt kaum aus der Hand legen konnte. Ich habe gestern bis auf, ich glaube, die letzten 60, 70 Seiten das Buch noch durchgesuchtet und heute Morgen oder beziehungsweise im Vormittag dann den Rest. Und bis auf die letzten, ich weiß nicht, so 20, 30 Seiten war das Buch absolut genial, spitzenmäßig, spannend, ohne Ende, gruselig, eklig, blutig, absolut Halloween-tauglich und die ganze Atmosphäre, das war einfach wahnsinnig grandios gemacht, aber die Protagonistin, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie bin ich aus der nicht so richtig schlau geworden, weil ich fand sie ziemlich,
naja, wie soll man das sagen, mutig, schrägstrich naiv, schrägstrich gutgläubig. Und was der Autor geschafft hat, ich wusste bis zum Schluss nicht, ob ihr Partner, ihren ja, Lover, den sie da kennengelernt hat, ganz zu Beginn in der Bibliothek, Brace, da nicht irgendwie dran beteiligt ist oder war oder wie auch immer. Und das war mir wirklich noch ein Rätsel bis zu den letzten Seiten. Und ja, der Schluss, der war irgendwie so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so sehr unrealistisch und an den Haaren herbeigezogen und doch sehr konstruiert. Und darum muss ich sagen, gut, okay, hätte ich mir vielleicht ein kleines anderes Ende gewünscht, aber nichtsdestotrotz war das Buch ein absoluter Page-Turner, spannend von der ersten bis zur letzten Seite, sehr, sehr gelungen. Also das wird sicherlich nicht das erste und nicht das letzte Buch gewesen sein. Zu Recht ist das Ganze im Heine Hardcore-Verlag erschienen, weil da waren wirklich echt Szenen dabei. Das ist nicht für zart beseitete Gemüter, sage ich jetzt einfach mal. Ich würde mich da jetzt vielleicht nicht unbedingt drunter zählen. Mir hat das jetzt nicht so wahnsinnig viel ausgemacht. Ich fand es gut, also mir hat es richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ich komme so, glaube ich, langsam auf den Geschmack vom Heine Hardcore Verlag. Vielleicht sollte ich mich da mal öfters in diesen Regalen bewegen. Und im ganzen Kontrast dazu kommen wir jetzt zu dem schönen Jugendbuch von Jason Siegel, Nightmares. Das habe ich ebenfalls ausgelesen. Wir haben hier Charlie begleitet in seinen Albträumen, wo ihn seine ja, böse Stiefmutter oder Stiefmonster, wie er sie liebevoll ja nennt, sich seinen Ängsten gegenüberstellen lässt. Er taucht dann sozusagen ein in die Anderswelt und ja, muss dann so zu sagen, sich seinen Ängsten einfach stellen. Und das ist super gut gemacht, super gut geschrieben. Es zeugt von Zusammenhalt, von Freundschaft und es ist einfach ganz, ganz toll geschrieben. Es ist toll aufgemacht und ich weiß jetzt nur nicht so genau, es ist schon ein abgeschlossenes Ende. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man das Gefühl hat, es kommt jetzt noch was, aber es sind ja noch zwei weitere Bücher, die erscheinen werden. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, ob ich mir die jetzt besorgen soll, weil es ist zwar super süß, aber es sind echt, glaube ich, so Bücher, die ich so an unsere Neffen, Nichten oder eher so an das jüngere Publikum weiterempfehlen würde. Aber naja, ich glaube, ich würde da jetzt nicht unbedingt drin weiterlesen wollen. Also das ist dann für mich nicht ganz so erhellend. Aber nichtsdestotrotz eine ganz, ganz tolle Leseempfehlung, Weiterempfehlung, aber jetzt für mich oder für Erwachsene vielleicht nicht unbedingt Halloween-tauglich. Dann habe ich gestern übrigens noch zwei Horrorfilme so mehr oder weniger halb geguckt. Und zwar die im Fernsehen liefen von RTL 2. Kam ja einmal so ein Halloween-Klassiker von 1978 mit Jamie Lee Curtis, falls ihr das irgendwie mitbekommen habt. Also wo ja sozusagen Michael Myers seine Geschichte beginnt. Und ich habe leider Gottes so ein bisschen verpennt, so mittendrin. Also ich habe so die erste halbe Stunde, die letzte Viertelstunde mitgekriegt. Dazwischen habe ich geschlafen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wahrscheinlich einfach nicht mehr zeitgemäß. Das, was ich gesehen habe von dem Film, fand ich absolut, also dämlich. Um es mal so zu sagen, also das Verhalten der Protagonisten, das war wieder so an den Haaren herbeigezogen. Und ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich mir dann so gedacht, das klingt jetzt gemein, aber ja. Irgendwie hat es auch ein bisschen verdient, jetzt nicht ne, so zu sterben. Ich meine, sie ist ja dann irgendwie ja, sie, also drumherum gekommen in dem Ende. Und der zweite Teil, der ging ja dann Halloween Resurrection, heißt der, glaube ich, ging ja dann im Anschluss gleich weiter, wo ja Jamie Lee Curtis wieder so eine ganz kleine Rolle am Anfang auch hat. Und den fand ich dann ein bisschen besser, muss ich sagen. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Den habe ich auch tatsächlich von Anfang bis Ende dann durchgeguckt. Und muss sagen, ich fand es nicht schlecht. Michael Myers ist ja, schon so eine gruselige Figur auf jeden Fall, vor der man Angst haben kann und auch vielleicht sollte. Also fand ich sehr, sehr gelungen, fand ich gut für Halloween. Aber dieser Klassiker aus den 70er Jahren, das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Also ich weiß nicht, was haltet ihr von so Halloween-Klassikern? Habt ihr da gute gesehen? Habt ihr da Empfehlungen? Wenn ihr das seht, ist ja Halloween leider schon vorbei, aber nächstes Jahr und überhaupt so in der Herbst-Wintersaison ist ja eher so Grusel- und Horrorfilm immer ganz gern gesehen bei mir. Von daher, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinungen oder eure Empfehlungen auch zu den Filmen. Des Weiteren habe ich heute noch Halloween Teil 2 aus dieser American Horror Story Serie geguckt, die mir übrigens immer noch richtig, richtig gut gefällt. Also ich kann sie wirklich nur jedem ans Herz legen. Die Serie ist so genial gemacht. Die Schauspieler, ich habe die so ins Herz geschlossen, auch wenn ich immer alle davon unter den Lebenden noch verweilen.
Aber so grundsätzlich mag ich diese Serie unglaublich gerne. Ich finde, man hat so das Gefühl, man ist schon so ein Teil geworden, so in den ersten paar Folgen und nicht Staffeln, sondern in den ersten paar Folgen der Serie. Und man ist so richtig mittendrin und ja, das fand ich richtig, richtig super, hat mir, also oder gefällt mir bisher richtig gut. Ich weiß auch nicht, was ich heute noch so schaffen und gucken werde. Also lesetechnisch denke ich mal, war es das jetzt? Das waren ja diese drei Bücher, die ich jetzt insgesamt gelesen habe von Wulf Dornophobia, was ich ja auch sehr, sehr gelungen fand. Also Fazit hier, alle drei Bücher waren wirklich sehr, sehr gelungen, empfehlenswert und bis auf das Kinder-Jugendbuch natürlich auch Halloween-tauglich. Und von den Filmen her war ich mehr oder weniger enttäuscht, um mal so ein kleines Gesamtresümee jetzt einfach auch hier zu schließen vielleicht, weil ich nicht glaube, wir fahren jetzt gleich noch Burger essen in einer Stunde, zur Feier des Tages. Und ich denke mal, da kommt jetzt auch einfach gar nicht mehr so viel bei mir. Also vielleicht, wie gesagt, maximal noch mal ein bisschen weiter in der Serie geschaut von American Horror Story. Aber lesetechnisch denke ich, werde ich da nichts Neues mehr beginnen. Vielleicht, wenn es mich noch packt. Ach so, genau, Joyland habe ich noch fast bis zum Schluss gehört. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde Hörzeit habe ich da noch offen. Ich weiß nicht, ob ich die heute Abend vorm Schlafengehen noch anhöre oder dann vielleicht auch morgen weiter im Laufe des Tages höre. Mein Fazit bisher hat sich auch nicht wirklich geändert. Meine Meinung zu dem Hörbuch, es ist weiterhin nicht spannend, nicht gruselig. Ich finde es also überhaupt kein, also ich sag mal, so ein Thriller oder irgendwie so was Gruseliges, das hat ja so einen Aufbau, das spitzt sich ja irgendwo zu, so Mitte, Ende des Buches hin. Und ich finde so dieses Hörbuch, das ging so die ganze Zeit so vor sich hin, so ganz monoton und das konnte mich in keinster Weise irgendwie packen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch am Hörbuch. Ich bin ja nicht so der Hörbuch-Fan. Vielleicht hätte es einen Unterschied gemacht, wenn ich das Buch normal gelesen hätte. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es ja jetzt nicht im Vergleich dazu. Und von daher weiß ich nicht, wie hat euch Joyland gefallen? Also habt ihr da mal irgendwie einen Kommentar oder eine Meinung nochmal? Kennt ihr das? Also ich kann es bislang jedenfalls absolut nicht weiterempfehlen. Also ich bin mal gespannt. Ich habe ja noch ein paar mehrere Hörbücher von Stephen King mir sozusagen jetzt besorgt und da werde ich jetzt einfach mal ein bisschen rumprobieren und gucken, was mir da noch so gefällt. Ja, meine Lieben, ich würde jetzt erstmal an der Stelle diesen ganzen Halloween-Lesemarathon-Special-Vlog beenden, weil ich nicht glaube, dass, wie gesagt, noch irgendwas Großartiges jetzt kommt. Sollte es dennoch irgendwas sein, kann ich euch das natürlich morgen nochmal nachrecherchieren. Nee, nachrecherchieren hört sich doof an. Also einfach nochmal nachreichen sozusagen. Und würde mich aber jetzt erstmal an der Stelle verabschieden. Ich hoffe, verabschieden? Was ist los? Also irgendwie ist heute dieser Tag nicht meiner. Ich weiß auch nicht, ob das Wetter ist oder wie auch immer. Ich kann schon nicht mehr reden. Ja, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle von euch. Ich wünsche euch oder ich hoffe zumindest, ihr hattet ein schönes Halloween-Lesewochenende und hattet auch so ein bisschen Spaß und Gefallen an dem Vlog und habt euch vielleicht auch ein bisschen gegruselt. Ja, und dann lasst mir gern in den Kommentaren eure Meinung da zu den Büchern, zu der Serie, zu den Filmen, die ich einfach so erwähnt habe. Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen austauschen. Also bis dahin und vielleicht bis nächstes Jahr zu einem Lesespecial Halloween. Macht's gut und tschüss.